Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum Eurotruck Simulator 2 Multiplayer 415 Blocks. Und der Klick ist auch dabei. Hallo, da blockt nicht. Schauen wir schon. Jetzt sind wir. Ja, wir fahren alle Reste an den vorbei. Ja. Aber wie langsam? Ja, sicher, sicher, ne? Und hier vorne gibt's Stau. Och, Mann. Das ist wieder geil. Die Leute stellen sich da hin und hupen. Das Spiel bei der Ami ist genauso bekloppt. Er macht einen Gefahr, Igalazzi. Jetzt war er fast in die verkehrte Richtung reingefahren. Ich wollte gerade sagen, es sah jetzt im Spiegel gerade ein bisschen hart eingelenkt aus. Hauptsache erstmal hüben, ne? Ja. Okay, das hier nicht voran. Ich hab doch keinen Plan von der nächsten Kurve, aber ich drück auf die Hübe. Die leben alle nur hier und jetzt. Lim. Auf jeden Fall, in der nächsten Woche war ich auf jeden Fall Winterzeit. Warum? Weil Kingdom Come rauskommt. Wahnsinn. Also, ich hab bei ihm jetzt gerade gesehen, oder? Da hat er mal das Alchemiesystem gezeigt und dieses, Schmieden bin ich der Nächste. Also. Nö, er wollte mich halt wegrammen. Da habe ich mal kurz rüber geknallt und da lag er selber. Die Glattazie. Das war's. Kannst du den Account löschen, LKW liegt. Das wär so geil, wenn das wirklich so wär. Oh. Ja, und wo ist stehen geblieben? Die haben weniger Zeit wegen Kingdom Come Delivery. Genau, und da hat das einer gezeigt, das ist ja wie so eine große wie die Schmiede so. Mhm. Und da hängt ja zum Beispiel ein Topf noch mit da. So, und da kommt es zum Beispiel drauf an, da musst du dann den Topf einheizen. Dann siehst du aus, wie die Flammen höher waren, wie das drinnen langsam anfängt zu köcheln dann. Mhm. Rechts von dir hast du so ein Buch, da hast du die Zutaten drin stehen, zum Beispiel Wasser, eine Handvoll Haselnüsse, sowas. Ja, da musst du das genau bestimmen und was da wie reinkommt. Das ist also richtig gut gemacht. Also es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie da du den Kessel dann einheizt. Hey, jetzt bist du bei mir weg. Wie weg? Ich will immer noch auf der Autobahn. Ja, bei mir floppen die Fahrzeuge vor mir erst direkt auf. Passt. Also, ne, hier sind ein Haufen Leute in der. Oh ja. Ah, ja. Hier ist gerade 51 Mann in der Nähe. Warte mal, wo ist denn hier? Nehme ich mal meinen eigenen. Ach doch, hier. 41. Der Höhenstaut ist wieso? Ist das die Duisburg-Calais-Strecke? Ja. Ah ja, okay, ja, gut dann. Gott sei Dank von unten durch. Sonst würde sich das um weitere Folgen verzögern. Der hier. Ach du guter Gott, ach du guter Gott. Ich lasse ihn mal lieber vorbei. Ein paar Zölo hier lang. Oh, ich stecke mal auf 90. Ocean Express. Achtung, kommt rechts. Da will bestimmt. Ne, da will nicht tanken. Mhm. Wäre also besser gewesen. Ja, und das sieht ja interessant aus, muss ich sagen, das Spiel. Du weißt zwar nicht, wie bei Skyrim, dass sie so diese. Ja, dass du dich selber da quasi kreieren kannst am Anfang. Mhm. Wir haben also zwei verschiedene Rassen gehabt. So Echsenrassen, das sieht natürlich, also wer so in Wirklichkeit aussieht, wird schon mal Gedanken machen. Ja, da kannst du Fantasietypen erstellen und da haben die halt so einen Rischen wie Schauspieler genommen und die haben halt coole deutsche Synchronsprechen. Die dir einem halt bekannt vorkommen. Bekanntest ist eigentlich von dem Ehen, der Ehenborg, das ist hier von Liam Neeson. Natürlich schon cool, ne? Nein, so eine deutsche Übersetzung und so. Ja. Es gibt halt immer diese vielen verschiedenen Lösungsdinger. Zwischendrin auch, dann plötzlich was verpasst, dann wieder nicht. Ist halt relativ schwer. So Pillepalle ist es nicht. Und das Kampfsystem ist natürlich eine richtige Herausforderung. Also mit hier dauerhaft hier linke Maustaste spammen ist da gar nichts. Mit drei Schläge, Ausdauer weg.
musst du dich erstmal holen. Dann hast du, musst halt genau gucken, was trägt der Gegner immer von der Rüstung. Und das ist das Coole gemacht, halt mit Stichwaffen machst du halt durch so. Oh, das war's. Ja. Stichwaffen machst du halt durch so. Also Fellrüstungen und so durch. Lederrüstungen, aber halt nicht durch richtige Metallrüstungen. Dafür brauchst du halt stumpfen. Ja. Du musst halt genau gucken, wenn er jetzt einen Metallhelm trägt, aber unten nur so eine Lederrüstung, solltest du halt mit einem Schwert, wenn du Schwert in der Hand hast, halt gerade auf seinen Kopf aufhämmern, weil das dauert ewig, da was reißt. Ja. Da gibt's halt richtig geile Kombos und so Schläge und du kannst halt wirklich alles angreifen, den linken Arm, den rechten Arm in der Mitte und ja. Das ist ja relativ kompliziert gemacht und wenn zwei kommen, hast du schon ein tierisches Problem, das verlierst du sogar meistens. Wenn du noch nicht richtig gut bist. Mhm. Ja, weil du kannst meistens nur auf einen Aim und das ist nur in der Ego-Perspektive spielbar. Also so wie Skyrim auch, dass du quasi nur aus deinem Kopf rausschaust. Bloß halt bei Skyrim hat sie ja rechte Hand war ja linke Maustaste und rechte Maustaste war die andere Hand. Also wenn du das Schild hochnehmen wolltest, musstest du halt die rechte Maustaste drücken. Ja. Ja. Kam von hinten volle Esse angeschossen. Hup, wie ein Bekloppter, rast mir hinten den Hänger rein. Kracht auf die Leitplanke und fällt zur Seite um. Immer lustig, die U2, ne? Ja, aber trotzdem 0% Schaden am Hänger. Ja, siehst du mal. Was für ein Idiot. Das ist wie der Typ, der mich wegrammen wollte. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das Spiel. Das Max weiter oder so. Und es ist, man muss dazu sagen, es ist aus einem Kickstarter-Projekt entstanden. Mal so 10 Leute wollten das machen. Ne? Dann haben die Geld gesammelt. Ich glaube, 300.000 sollten zusammenkommen. 1,1 Millionen kamen dann zusammen. Britische Pfund wohl bemerkt. Ja, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Und dann haben die das Team aufgestockt auf 100 Leute. Und da kannst du ja ein bisschen was machen dann. Und ja, wenn du allein den Wald siehst, und nachts im Dunkeln im Wald bist. Selbst wenn du eine Fackel hast, du hast verlaufen vorprogrammiert. Weil du hast zwar eine Karte, aber das ist wirklich so gestaltet, du siehst doch, wo du bist, aber ja, mehr so grob. Das ist alles wunderschön gezeichnet und geschichtstechnisch kannst du auch noch was lernen. Als auf der wahren Dings von Böhmen basiert. Und auch wahre Schauplätze sind. Das ist recht schön gemacht. Und Spiele, wo man was lernen kann. Soll ich grundsätzlich nicht näher. Gerade so ein Entwicklerteam, das sind ja größtenteils das Tschechen, die das gemacht haben. Warhorse. Das sollte man ja immer unterstützen. Ja. Gerade wenn du siehst, wie das jetzt aussieht. Und vielleicht sind die ja viel, viel besser wie Bethesda. Ja. Das kann durchaus sein. Ja, sehen Sie, was ich von dem Spiel bis dato, abgesehen davon, dass es kommt, wie ich sehe es und um was es geht, mitbekommen habe, war eigentlich nur wieder eine Aufregung ums Spiel. Weil halt wieder eine Schar von Leuten behauptet hat, das Spiel sei rassistisch, weil es keine Schwarzen im Spiel gibt. Und da hat der Entwickler gesagt, zu der Zeit, an dem Ort, gab es keine Schwarzen. Ah, und da hieß es so, na, das wäre Geschichtsverdrehung und bla bla bla. Und dann war der irgendwie auf der letzten Jahr von Gamescom, waren die ja auch irgendwie dort. Und da hatte einer ein T-Shirt an von so einer norwegischen oder skandinavischen Metal-Band. Die halt so ein bisschen härteren Metal machen, was so ein bisschen. Sind wir noch Bottom vielleicht? Kann sein, ne? Da haben sie auch gesagt, das ist doch ein Nazi. Die Band hier, die hat früher mal so und so in Aussagen getroffen. Der Typ war mal im Knast von der Band wegen so und so, ne? Da ist es so. Er hat sogar Gamester ein Dings geschrieben, weil irgendein deutscher Blogger da. Irgendein deutscher Blogger da irgendwie einen Artikel drüber verfasst hat und hat dann so. Spielemagazine wie die Gamester hat sie angekackt, dass die das Spiel, dass die nicht drüber berichten würden, dass das übelstes Nazi-Spiel ist und so, weißt du, was dann Gamester auch gesagt hat. Nein, überleg doch mal, es geht ums Mittelalter, da gab's doch gar keine Nazis, wie bescheuert ist denn das? Nee, das ist eher so angegriffen, dass die Entwickler oder der Hauptentwickler Nazi wäre und er seine rechte Ideologie in diesem Spiel widerbreitet. Also ich habe noch nie ein Mittelalter-Spiel gesehen, wo du mit Schwarzen rumrennst. Oh, also die Schwarzen waren da noch, kannst du sagen, Südamerika und Südafrika, also oder allgemein Afrika.
Das sind die Leute noch nicht so, wie das heutzutage gang und gäbe ist. Zack aufs Boot und rüber über den, übers Mittelmeer. Weil da hat man das andere Land nicht gesehen und deswegen hat man das damals auch nicht gemacht. Jetzt mittlerweile weiß man es, dass da drüben noch was kommt. Ne? Das ist richtig. Derzeit hatten die ja auch noch, haben die auch noch gedacht, ja, pass auf, das Ding ist eine Scheibe, da fliegst du hinten runter. Ach, und über den Landweg, bis da rüber zu kommen, da muss ja vorne über Spanien. Ja, das hat keiner gemacht. Und die sind ja auch, muss man überlegen, wenn du das gemacht hast, ne, Spanien, zack, über den Landweg, bis du dann in Böhmen gewesen wärst, also sprich, wo halt Deutschland, Tschechien ist, ne? Das hättest du in einem Leben gar nicht erlaufen können. Das hättest du gar nicht geschafft. Aber das finde ich immer schön, denn ja klar, weil damals in Europa zu Mittelalterzeiten das Klima so aggressiv war, die Sonne, da gab es überall nur Schwarze. Ey, wirklich mal. Man fragt sich wirklich, was manche Leute, die haben nichts zu tun. Ja, das ist richtig, die haben nichts zu tun. Die gucken sich wahrscheinlich irgendwelche Gamescore-Berichte an, gucken, ach, ein neues Spiel, ja, geht schon eine halbe Stunde, noch keinen Schwarzen gesehen, noch keinen Asiaten gesehen, ich mach mir Gedanken. Ja. Blog wird schon mal vorbereitet. Ah ja, China dran ist unterwegs. Ja, China Video-Rack. Ja. Och, und alle mit einem Tanker. Die kleinen Sprit aus Europa, schnappt sie! Ey, komm, noch mehr, Alter. Ja, ja, ja. Die kleinen alle den Sprit aus Europa. Ja. Wir wundern uns, warum bei uns der Benzin immer teurer wird. Ja, klar, es wird doch mal Ranger. Ach, nee. Ja, Deutschland hat ja riesige Chemie- und Raffineriebuden, ne? Das ist richtig. Bis alles gebaut wird. Oh, hier drüben, der Traktor mit dem Flug, da wird schon mal jetzt Gedanken machen, wenn Schnee liegt. Da machst du hast du irgendwas falsch verstanden. Oh, da kommen immer noch welche. Ja. Wahnsinn. Oh, weißt du, warum wir gerade auftaucht? Nö. Gatzi! Da, da vor uns, den du so leicht weggerammt hast, da auf der Seite lag, das ist da. Achso. Ja, ja, da halt gedacht hat, ach England, nee, doch, doch nicht England, dann wieder rechts rum und dann runter. Da ist gerade wieder aufgeploppt, 500 Meter. Mal bestoff, nicht, dass da rankommt. Ich glaube, bestoff. Wir müssen hier eh gerade ausbleiben. Ja. Hat er drauf? Solo, okay. So. Oh, hier ist eigentlich gar keine Straße. Ja. Keine Spur. Meine ich. Er zielt immer noch auf. Der wird halt auf Vollgas brechen. Wo man einfach mal schikanieren, wo wir genau mal strikt direkt nebeneinander fahren. Das wäre zu cool. So, hier vorne haben wir einen Dominik, gell? Wo müssen wir hin geradeaus? Und Dominik, gehen wir auch geradeaus. Wird langsamer. Ja, ja. Da vor mir gibt kein Vollgas. Man hat wahrscheinlich ein paar Fehler gemacht. Ich hatte sie. Meterzahl nimmt zu. Jetzt geht's wieder runter. Deutschland. In der Tat. Wie sieht denn der Sprit aus? Ja, nee, das passt noch. Haben ja große Danks. I am Noob TR. Transport. Noob Transport. Da vorne wieder welche rund. 284er Ping. 180er, 257er, 270er. Alle in der Nähe. Und da drüben steht einer an der Heide. Naja, hab nur das Rückwärtsbeamen gehört. Ruhig
20, ja. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch da, ne? Tschüss. Tschüss.